Herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ich bin die Miri und wir sind hier nach wie vor in unserer großen Kolonie, wo wir immer noch etwas Probleme haben mit unserer Unterhaltung, denn wir haben einen Ausgleich von minus 141 mittlerweile. 70 davon werden wir durch die Bibliothek ausgleichen, wenn sie dann demnächst gebaut ist. Aber naja, so, wir haben eine neue Quest, sehe ich gerade. Colonist has managed to get a small amateur radio project up and running. She sets up a small dipole antenna and starts to turn it around systematically in all directions. Wir sind auf Sendung. Eine Kolonistin hat es geschafft, ein kleines Funkgerät zu reparieren, das sie vor kurzem gefunden hat. Überraschenderweise sendet es immer noch. Falls jemand zuhört, nicht viel übrig. Die Bären Unterstützung. Aufgrund der Größe des Funkgeräts und dem schwachen Signal muss die Nachricht von einer Funkstation in der Nähe kommen. Ja, da werden wir die Funkstation mal ermitteln. Aber fällt euch auch auf, dass es irgendwie immer die weibliche Form hiervon ist? Also, dass eigentlich ganz selten mal eine männliche Person hier die Hauptperson ist? Also, fällt mir mittlerweile doch sehr deutlich auf. Ich frage mich, ob das gewollt ist oder ob das ein Übersetzungsproblem war. Es gibt ja auch Sprachen, in denen es quasi keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich gibt. Deswegen, ich bin ein bisschen irritiert. So, wo ist denn das jetzt? Ja, hier. Ach, das ist hier. Na gut, das ist ja, wenn dann jemand zurückkommt, dann mal eine Möglichkeit, dass man da hingeht. So. Wer ist hier gerade mit was beschäftigt? Tudor und sein Freund Mishka, die sind unterwegs, hierher. So, Panda kann auch wieder einsteigen. Und dann schicke ich die nämlich direkt zum nächsten Sektor. Ich hoffe mal, dass sie das packen. Müsste eigentlich. Ich meine, die beiden haben jeweils so ein Drittel Schaden genommen. Crawler ein bisschen weniger. Naja. Ach, komm schon. Ah! Habe ich schon mal erwähnt, dass mich das echt wahnsinnig macht hier? Diese Steuerung? Also zwei, dreimal, ne? Habe ich es, glaube ich, erwähnt. So. Roller. Kensei. Aussteigen bitte. Und hier mitmachen. Ja. Schaffen die auch ziemlich locker. In 9 Stunden sind sie fertig. Perfekt. Bin ich mal gespannt, was der Sektor bereithält. Draft ist noch beschäftigt einige Zeit. Das ist gut. Und Inuk ist ja in der Kolonie. Ist wieder etwas Verschmutzung aufgebraucht. Oh. Das geht gut voran hier. Muss man wirklich sagen. Ja, das Auto ist repariert, aber Inuk ist noch nicht so weit. Nächste, die tot ist. Was macht denn eigentlich unser Friedhof? Oh, unser Friedhof steht. Nee, steht da noch nicht, aber fast. Schaut mal. Aber das sind ja schon ein Haufen Gräber. Ah, jetzt doch nicht. Cool. Ja, da können ja auch gleich 3 Leute arbeiten. Wir haben ja genug Arbeitskräfte, kein Problem. Sollen sie machen. Auf den Weizen müssen wir derzeit noch warten, ne? Ich frage mich manchmal, warum das dann hier rot ist. Das verstehe ich immer nicht so richtig. Und irgendwas ist auf der Weltkarte wieder los. Ah, die sind fertig. Na, das ging aber flott. Sektor befreit. Ist wieder ein Wüstensektor. Wo es Lebenserhaltung gäbe. Vor allem, gut, ich meine, es gibt auch Forschung, aber sonst eigentlich ganz gut, ne? So, zurück zum Auto mit euch. Wir haben auch eigentlich immer noch genug Leben, um noch einen weiteren Sektor zu befreien. Tja, schicke ich die jetzt hier rüber. Könnten aber auch erst die Sektoren hier erkunden. Aber eigentlich sind die so zum Kämpfen am besten geeignet. Daher würde ich sagen,
Da geht's hin. Ist mal wieder ein Handelskonvoi eingetroffen. Wer ist denn das jetzt gewesen? Weiß man nicht, ne? Gucken wir mal, ob Sintown mittlerweile irgendwas haben möchte. Ah. Ja, Brot würden sie verkaufen. Nehmen wir ihn gerne ab. Unterhaltung nehmen wir ihn auch ab. Müssen ja die Reputation noch ein bisschen steigern. Sie hätten gerne Gemüsemähler. Das können sie gerne haben. Außerdem bekommen sie noch ein bisschen Fisch. Und Karotten hätte ich einige. Ihr könnt noch ein paar Wachswürmer abgeben. Teile hätte ich ein bisschen was. So. Damit ist die Sache schon ganz gut ausgeglichen. Wobei wir ihnen auch stattdessen eigentlich Verschmutzung geben könnten. Statt den Teilen. Offenbar haben sie ja nichts dagegen, wenn wir ihnen die verkaufen. Dazu noch ein paar Medikamente. Und fertig ist es. Sehr gut. Und damit sind wir auch bei denen auf voller, wie nennt man's, voller Freundschaft. Oh, hier ist irgendwas sehr verseucht. Müssen wir mal entseuchen. Dann sieht man außerdem, wir haben sehr viel Kräutermedizin mittlerweile. 205. Wir könnten ja die hier vorübergehend mal auf Antibiotika stellen. Achso, da war immer das Problem, dass wir kein Öl mehr hatten, ne? Doch, jetzt haben wir aber wieder Öl. Na dann. Außerdem, 9 unzufriedene Kolonisten drohen damit, die Kolonie zu verlassen. Weshalb das denn? Was genau gefällt denen nicht so? Verwesender Körper? Oh. Ja, da ist wohl einer von denen nicht mehr rechtzeitig beerdigt worden. Und das Ergebnis ist, dass die jetzt alle furchtbar unglücklich sind. So. Da kann man nur hoffen, dass die Bibliothek rechtzeitig steht, um das Ganze auszugleichen. Weil so ist es natürlich schlecht, wenn alle den verwesenen Körper gesehen haben. Alle unglücklich. Eigentlich hatte ich ja auch immer vor, noch ein bisschen zu dekorieren. Und hier ist, glaube ich, auch noch so ein ganz schöner Platz, wo man noch ein bisschen was machen könnte. Ich gucke mal, ob wir irgendwas Größeres haben, was wir da hinstellen können. Diese Spurensucherstatue kostet ein bisschen Metall, aber würde ganz gut passen. So. Die stehen falsch rum. Stopp. So wäre es richtig. Ja. Und dann werden wir das von Blumen umgeben. Um Gottes Willen, was denn hier gerade alles passiert? Während ich ja nach der Deko gesucht habe. Moment, ich muss jetzt erstmal fertig dekorieren. So, das hier. Dann werde ich... Das geht nicht, okay. Hier noch einen hohen Baum dahin. So. Und davor hätte ich gerne irgendwas Kleines. Winzige rosarote Blumen vielleicht. Und da hinten in die Ecke muss auch noch irgendwas. Ein paar Sträucher. So. Schon ist die Parkanlage geplant. Da sind wir gespannt. So, ein Handelskonvoi ist eingetroffen. Außerdem sind die Spezialisten bereit, zum Teil.
So, Tudor ist angekommen. Dann kann er ja mal aussteigen. Und sich diese Schutzkleidung schnappen. So, und Mischka, den schicke ich noch ein Tickchen weiter. Der soll sich um das hier kümmern. Okay, das schafft er die Runde schon nicht mehr. Eigentlich wollte ich ihn auch mit dem Auto zusammen dahin schicken, aber nun gut, das hat wieder nicht geklappt. So, Panda, einmal aussteigen bitte. Lager des Tribunals. Gut. Zu dritt werdet ihr das wohl irgendwie hinbekommen, ne? So, zu guter Letzt Prowler, die immer noch am wenigsten Schaden von allen genommen hat. Naja. So, wie ist das jetzt? Die machen in der ersten Runde 60 Schaden, aber danach ist nur noch die, ist mehr als die Hälfte schon weg, also das wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Wen haben wir sonst noch? Draft ist noch beschäftigt. Und Inuk ist in der Kolonie. Und ist allerdings mittlerweile auch geheilt. Könnte also wieder losziehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier oben an. Denn hier gibt es noch ein bisschen Medikamente. Und wenn das dann alles abgegrast ist, dann geht's hier unten weiter. Je nachdem, wie viel das Auto dann noch kann. Die brauchen echt lange, um diese Bibliothek zu bauen. Ich meine, wir haben doch genug Metall. Was mir übrigens gerade wieder einfällt, wir müssen uns mal noch um den Strom kümmern. Der ist jetzt nachts doch deutlich im negativen Bereich. Da würde ich gerne noch ein paar Windturbinen bauen. Hier passt natürlich wieder keine hin. Oder wir machen noch ein paar Solarkollektoren, wenigstens mal für den Tag hier hin. So, einen. Und dann noch ein Akkumulator, ein großes Akkupaket. Passt hier nicht hin. Nicht zu fassen. Alles passt nicht. Da muss ich einen anderen Ort finden. Wo passt denn noch eine große Windturbine hin? Hier wäre noch so ein Ort, wo es ganz gut ginge. Ja, dann eine Windturbine hier. Daneben noch eine. Dann wollte ich außerdem noch ein Akkupaket, ein großes bauen. Passt hier natürlich auch wieder alles nicht hin. Allerdings muss man sagen, diese Straße hier... Gut, ich lasse mal, aber... wo packe ich das hier hin? Hier wäre noch Platz. So, ein weiteres Thema ist eigentlich das Wasser, aber da haben wir noch Möglichkeiten mit dem Bohrbrunnen. Da müsste ich nur mal wieder einen starten. Das ist natürlich, dass wir dann noch weniger Wasser haben, also noch weniger Strom haben erstmal, aber das wird schon irgendwie gehen. So, die sind immer noch beschäftigt, haben allerdings nicht mehr viel zu tun. Es sind nur noch vier übrig. Kann ich das schon verlegen, dass das... Ja. Da ist dann hier oben schon noch was drin, das ist gut. Alle Kolonisten haben sich entschieden zu bleiben. Okay, es war wohl hinreichend verbessert. Durchschnittliche Zufriedenheit, Ausgleich minus 102. Na gut. Eine weitere Forschung ist fertig. Bedeutet, wir können eine weitere aussuchen. Dann nehmen wir hier die zusätzliche Werkbank. Bald sind wir wirklich mit dem ganzen Forschungsbaum durch. Tudor ist noch beschäftigt. Aber hier. Mischka kann hier mal loslegen. Die sind noch beschäftigt. Draft ist fertig. Geht's weiter für ihn. Hier gibt es noch Sachen einzusammeln. Da nimmt er 25 Schaden. Das hält er auch noch aus. Inuk ist auf dem Weg. So. Da ist unser kleiner Park fertig. Wunderhübsch. So,
Hier neben müsste man eigentlich auch noch irgendwas anstellen, aber da könnte es auch sein, dass ich nochmal was hinstelle. Baummäßig oder so, aber hier zum Beispiel. Da haben wir jetzt ja gerade schon festgestellt, dass da nichts mehr hinpasst. Also könnten wir hier ein paar Sträucher unterbringen. Das ist eher nix. So vielleicht. Das geht nicht, okay. Und dazwischen dann irgendwelche Blumen. Gut, wenigstens ist das Material mittlerweile da. Dann kann es ja nicht mehr so lange dauern, bis es hier fertig ist. Was ist hier los? Ah, hier. Die sind fertig mit ihrer Battle. Sehr schön. Tja, Kensei und Panda sind mittlerweile ziemlich mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die das noch schaffen würden. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu knapp. Da schicke ich die lieber einmal nach Hause. Müssen alle einmal heilen und dann geht's weiter mit den nächsten Kämpfen. So. Mischka ist auch fertig, wie ich sehe. All done. Die Forschung eingesammelt. Tja, ich meine, ich könnte ihn jetzt hier 2,5 Tage das machen lassen. Oder es sind 3 Tage eigentlich. Ja, machen wir auch. Damit haben wir es nicht eilig. Draft ist noch beschäftigt. Inuk müsste unterwegs sein. Ja. Nach wie vor. Und wir warten gespannt auf die Fertigstellung der Bibliothek. Magnetsturm? Oh mein Gott, Leute! Der nächste Magnetsturm steht an. Okay. Das ist natürlich wieder hart. Wir müssen uns unbedingt vorbereiten. Also erstmal haben wir natürlich hier gerade ein Problem, weil wir nicht so viel Strom haben. Aber da bin ich ja schon mit beschäftigt, um das anzugehen, das Problem. Und hier hinten wollte ich eigentlich auch noch einen Blitzturm, glaube ich, irgendwo aufstellen. Zum Schutz. Das muss ich jetzt erstmal hier in Auftrag geben. Hier einen Blitzturm, der diese Gebäude schützt. Das Problem ist nur, das ist ordentlich verbaut. Ich könnte es aber so machen, ich müsste dann nur die Straße etwas anders setzen. So ginge das. Es gibt natürlich nach wie vor auch immer noch andere Orte, wo es problematisch werden könnte. Es sind immer noch 8 Kolonisten unterkühlt. Kann doch gar nicht sein, dass sie nach so langer Zeit immer noch unterkühlt sind. Auf jeden Fall steht die Bibliothek. Sehr schick. Die Unterhaltung ist jetzt bei minus 36, weil der hier zusätzliche Unterhaltung durch Vielfaltsbonus. Okay. Naja. Aber minus 36 ist auf jeden Fall viel erträglicher als minus 140 oder was auch immer, wo wir schon waren. Insofern schon okay. Die Spielhalle könnte man auch machen. Kostet etwas Elektronik. Könnte man machen, ne? Wenn ich die hier so hinstelle. Wäre auf jeden Fall kein Problem. Tja. Womöglich brauche ich allerdings nochmal ein großes Akkupaket hier irgendwo. Am besten natürlich eigentlich im Einfluss eines Blitzturms. Aber das könnte wiederum schwierig werden. Höchstens hier hinten. Gehen wir nochmal.
Da bin ich mal gespannt, ob wir diesen Magnetsturm besser überleben als sonst oder wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Spezialisten hier möglich. Vega, es ist ein Speer. Recht gute Bewegungspunkte, aber sonst eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Wir rekrutieren ihn trotzdem. Wir können ihn gleich zum Ingenieur machen. Vegas. So, und den wollte ich jetzt hier runter in die Wüste schicken. Sehen wir es ja auch nochmal, wo es hier was gibt. Den hier hatte ich ja schon als passendes Ziel erkannt. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Und das sind Forschung, muss ich sagen, brauchen wir ja nicht mehr unbedingt, weil wir haben es fast geschafft mit dem Forschungsbaum. Da ist kein Bedarf. Das können wir einfach ignorieren, wenn da irgendwo Forschung ist. Könnte man hier zum Beispiel nochmal einen Sicherheitsposten machen oder hier Lebenserhaltung wäre mir noch recht wichtig. Das könnte man hier unten auch noch hinstellen. Job done. Tudor ist fertig. Ich lasse ihn mal dieses Auto mitnehmen. Und dann soll er mal diesen Sektor hier unten noch erkunden. Not gonna work. Ja, dann haben wir noch diese beiden hier. Die drei sind auf dem Weg zurück. So. Draft hat noch was zu tun. Inuk ist bald da. Mishka wird noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Ja. Sehr gut. Dann werden wir gleich mal den nächsten Ingenieursposten schon mal aufbauen. Ja, Arsenal ist fertig. Danach haben wir, glaube ich, nur noch eine einzige Forschung, die möglich ist. Nämlich hier diesen Blutsport. Und dann bin ich, glaube ich, durch mit meinem Forschungsbaum. Wasser ist wieder ein Plus, aber mir reicht das noch nicht. Ich werde auch den anderen Bohrbrunnen in Betrieb nehmen. Ein Problem könnte natürlich sein, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie lange der Strom hält. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt halt auch schon vor diesem Magnetsturm recht viel Strom verloren haben, könnte es ein kleines Problem geben. Vielleicht werde ich mal ein großes Solarmodul irgendwo noch hinstellen. Hier so. Damit wir tagsüber noch mal ein bisschen Strom dazu bekommen. Ich meine, wir können natürlich auch ein paar kleine Windturbinen hier noch dazwischen packen. Hier zum Beispiel. Wir brauchen so viel Strom wie möglich. Handelsmäßig ist hier eigentlich nur noch Junkton interessant, was die Reputation angeht. Die wollen Standardkleidung, sonst nichts. Nehmen wir ihre Komponenten dafür und geben ihnen noch etwas Wild. Und etwas Holz. Perfekt. Perfekt ausgeglichen. Ein waschechter Tauschhandel. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich dieser Magnetsturm äußern wird bei uns. Wie heftig es diesmal wird. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.